Ein Unternehmen, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann, ist die Oberländer Brauerei Vornburg. Tief verwurzelt im Vorarlberger Oberland ist die Brauerei ein echtes Ländle-Unternehmen, welches in naher Zukunft noch wachsen wird. Also die Tradition wird in der Marke schon seit 1881 mittransportiert. Ferdinand Gassner hat damals seinen besten Freunden am Stammtisch versprochen, für ein richtig gutes Bier zum Sorger. Und dafür steht jedes Vornburger Bier Hüttner. Als Produkt kann man sagen, ist eigentlich das Oberländer Urspezialbier, wie es der Name schon sagt, die Sorte am Bier, die die Tradition am meisten verkörpert. Denn es ist ein Bier wie früher, wo man ihm längere Reifezeiten lässt, man lagert es länger und das spiegelt sich auch wieder die Tradition wieder. Wir haben den Standort in Bludenz, beschäftigen da 120 Mitarbeiter. Wir schauen immer, wenn wir irgendwelche Aufträge zum Vergier haben, dass wir die sehr regional vergier können. Wir sind von Vorarlberg gerne zum Werkdenker. Wir sind eine Vorarlberger Traditionsbrauerei. Aber nicht nur die Sicherung der Arbeitsplätze direkt in der Brauerei ist ein großes Anliegen. Bei Vornburger werden viele Rohstoffe regionaler Lieferanten verarbeitet. Und das lernen wir. Wir wenden der Region, wir sind Vorarlberger, wir sind Oberländer und wir sind da ganz stark verankert und wenn natürlich, dass die ganze Region wächst. Das Wesentlichste am Biohofbier ist die Regionalität. Wir beziehen für das Biohofbier ausschließlich Braugerste, das im Ländle angebaut wird, von Biobauern in der Gegend. Und mit dieser Braugerste, die dann vermälzt wird, haben wir dann zusammen mit der Hopfung, erzeugen wir ein Bioprodukt, das wirklich sehr angenehm rund schmeckt und die hohe Qualität der Braugerste aus Vorarlberg auch unterstreicht. Wir haben vor einigen Jahren das Projekt gestartet, im Vorarlberg Braugerste anzubauen. Damals hat uns jeder davon abgeraten, weil eigentlich jeder gesagt hat, das wächst bei uns nicht, das kann nicht funktionieren. Wir haben dann doch ein paar innovative Biobäuerinnen und Biobauern gefunden, die das Projekt mitgetragen haben mit uns. Und inzwischen ist es wirklich ein Riesenerfolg. Das Produkt verkauft sich super und wir sind die einzige Brauerei im Vorarlberg, die das so anbieten können. Und es läuft inzwischen schon so gut, dass wir jetzt fürs nächste Jahr die Anbaukapazitäten verdoppeln müssen. Aus diesen Rohstoffen entstehen bei der Brauerei Vornburg neben den Kassenschlagern immer wieder neue Spezialitäten. Also unser Hauptsorte ist das Vornberger Jubiläum. Dann haben wir noch ein Märzenbier dazu, das ist in kleineren Mengen, das ist nicht so gängig in Vorarlberg, Märzenbiere. Und dann haben wir unsere Spezialbiere, das Oberländer. Das haben wir das Kellerbier. Was wir als einzige Brauerei in Vorarlberg haben, ist ein Weizenbier. Das heißt, wir brauen ein ausgezeichnetes Weizenbier. Das kommt auch bei unseren Gästen im Winter und auch bei den Gästen im Sommer sehr gut an. Neben der Gastronomie und dem Handel bietet die Brauerei Vornburg die Möglichkeit, direkt einzukaufen im neu errichteten Lader. Der Lader ist einfach für uns ein Instrument, um einfach die Leute neu in die Brauerei zu kriegen. Man kann da zu uns kommen, man kriegt alle Bierspezialitäten, was wir anbieten, kriegt man da natürlich zum Kaufen. Man hat auch sonst noch die Möglichkeit, spezielle Spirituosen zu kriegen, was man sonst einfach im Handel nicht kriegt. Das 2021 anstehende Jubiläum konnte aufgrund der Pandemie bislang noch nicht entsprechend gefeiert werden. Aber vergessen wurde es nicht. Im Moment haben wir es leider höher absagen müssen. Wir schauen jetzt, was nächstes Jahr möglich ist und man kann sich da sicher noch auf die eine oder andere Überraschung freuen. Wir haben versucht, in dem Jahr die Leute auch über den Handel ein bisschen mit zum Feiern zu lassen und da spezielle Aktionen gefahren. Die sind super angekommen und wir haben ein super Feedback gekriegt. Ein Traditionsunternehmen und regionaler Partner. Das ist die Brauerei Vornburg. Auf die nächsten 140 Jahre.